Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zur goldenen Stunde mit unserem goldenen Dauer ZX. Die Laune ist immer noch gut, obwohl wir Leiste noch nicht haben. Die werden wir aber jetzt suchen. Aber uns ist eine Sache gerade aufgefallen, wo der Sack auf dem Bühne steht. Da sieht man mal auch, was Technologie gebracht hat über die Jahre. Die Tür geht wirklich nicht zu, ja? Der Wagen verbiegt sich so doll. Der Akku fällt von der Bühne runter. Schau mal hin. Ist das krass? Deswegen ist der wahrscheinlich so leicht dann. Ja, also was natürlich damals war, da gab es einen Crashtest und sowas. Man hat, warte mal, Crashtests mussten die, glaube ich, schon machen damals in Amerika auch. Aber jetzt schau mal hier hin. Wir haben diese Wanne mit dem 40-jährigen, 40 Jahre alten Stahl. Aber guck mal hier oben. Das ist nichts. Genau, also das heißt, das Dach wird relativ locker hier drin sitzen. Das müssen wir auch noch gleich kontrollieren, wie es geht. Aber erstmal brauchen wir Leistung. Die Verbindung ist hier oben, diese. Und dann halt unten die Wanne. Somit ist das Auto, wenn das hochgehoben wird, macht er oben den. Nicht so geil. Aber wir haben gemessen 158 PS. Uns fehlt eine Menge Bums bei dem Auto. Wir werden jetzt auf die Suche gehen. Wir haben eine Wastegate-Bewegung gesehen. Die Sache ist jetzt die. Vielleicht ist da auch ein Taktventil, was ich hier sehe, ist eins. Einmal nicht so wirklich am Arbeiten. Dann sehen wir hier die Zündung. Und das ist ganz interessant, denn das Kabel hier. Ich muss einmal wissen, wo gehen die beiden hier hin? Benzindruckregler und das zweite war? Benzindruckregler und, ach, das ist der Steuerdruck. Ja. Er bekommt den Druck. Das heißt, der Druck geht hier entlang rein in das Taktventil. Das heißt, der Benzindruckregler ist getaktet. Der ist getaktet. Und das ist auch Benzin, ne? Ja, hier ist der Spritfilter. So, okay. Der Spritfilter, den müssen wir kontrollieren. Die Benzinpumpe. Guck einmal bitte, ob die Benzinpumpe von unten zugänglich ist oder ob wir über den Innenraum reingehen müssen. Dann gucken wir einmal das Thema so an. Dann gucken wir uns die Zündkerzen an. Und dann gucken wir uns diesen Cut an, der sich so stark verformt, also verfärbt hatte bei dem Video. Und nehmen den einfach mal dort weg und schauen uns das Ganze mal an. Ist ja nicht so, dass wir schon eine Abgasanlage hier liegen haben, die wir eigentlich in dem Schritt auch vielleicht dran machen können. Außer wir finden Leistung auch so. Was man auch sieht, einer der Besitzer hat schon umgerüstet auf harte Gummis im Stabi-Bereich. Ne? Also einmal in der Stabi-Führung und auch mal in der Stabi-Aufnahme hier in der Achse. Das ist so nicht original. Rot heißt immer gut Farbe. Ne? Dann haben wir auch andere Stoßdämpfer. Toxico Gas Shocks mit Federn. Aber hinten Dämpfer wechseln ist kein Vergleich zu vorne. Aber trotzdem ist der Zustand vom Auto, wenn man hier mal so reinschaut, ist halt wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Das Differential schwitzt hier hinten, aber das darf es auch ruhig nach der Zeit. So, dann haben wir hier einen Dämpfer, der verfärbt ist. Das liegt daran, weil hier geschweißt wurde und auch nicht so gut geschweißt wurde. Hier ist viel abgekommen an diesem Abgasstrang. Dann haben wir hier den hier. Boah, der sitzt auch sehr fest. Weißt du was? Da kommen wir, wir haben da geguckt, Benzinpumpe kommen über den Innenraum ran. Das werden wir gleich schauen. Die Tachowelle ist auch aufgesetzt. Ist eine Tachowelle, ne? Müsste ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Lass uns einmal den rausnehmen, bitte. Ja, machen wir. Wir gucken uns einmal an, was hier drin los ist. Weil, wenn der Wagen so sauber läuft und er auch nicht ganz den Ladedruck erreicht, kann das auch zu viel Abgasgegendruck sein. Die Welle will sich so rumdrehen und ist natürlich darauf eingestellt, dass die Abgase, die sich dann so durch das Abgasrohr durcharbeiten, auch wirklich verlassen können. Doch wenn der Gegendruck zu hoch ist, und wir haben ja hier eine sehr hohe Distanz bis zum Cut, die auch wirklich keine wirkliche Funktion hat, aber wenn man ganz ehrlich ist, der erheizt sich ja sehr, sehr spät. Dann haben wir einen sehr hohen Gegendruck bis hier zum Turbolader hin. Dort, das heißt, die Welle kann sich nicht so schnell drehen, wie sie eigentlich soll. Exakt, okay. Exakt. Nicht so schnell, wie sie soll. Und dort oben haben wir die eine Landersonde sitzen. Die wurde meiner Meinung nach auch schon mal gewechselt, weil ich kann mir schon vorstellen, dass auch ein Vorbesitzer mal gespürt hat, dass der Indy für den 300 ZX nicht so wirklich vorwärts geht. Ne? Weil so brauchen wir Lassisee nicht wirklich fahren, sag ich dir ganz ehrlich. Und das Getriebe schwitzt auch wirklich wie Hunde. Das Schwitzen kann auch ein Grund sein, warum bei uns der Synchronring auch weggegangen ist. Weil wenn der irgendwann zu heiß wird und das Ding einfach gar nicht mehr genug Ölfüllmenge hat im Getriebe, dann haben wir da auch nichts gewonnen. Aber Getriebe wechseln wir auf jeden Fall auch noch aus. Das ist auch nicht original, glaube ich. Das Stück, ne? Mhm. Was schätzt du sagen? Na gut, ich weiß nicht, wie die damals das gemacht haben. Wenn wir da reingucken, sehen wir den Keramik-Cut, der aber voll intakt ist. Oh. Voll intakten Katalysator. Den holen wir trotzdem mal eben da raus. Aber das machen wir nur, um zu gucken. Also ja, um zu gucken, aber ja. Ne, nicht wegen Sound. Nein. Ich meine, das alles andere wäre unverantwortlich. So. Das war hinten, ne? Ja, ich glaube schon, das ging nach hinten. Ja, das ist vorne. Okay. Das sieht eigentlich wirklich ganz easy aus, das stimmt. Wir gucken weiter. Dann machen wir hier mal an. For fine reasons. Ja.
Aus. Gut, das haben wir nicht genossen. Nein, nein. Es war nicht gut, es war nicht schön, es war scheiße. Ja. Wir holen jetzt mal als nächsten Schritt die Kerzen raus, den Spritfilter, die Benzinpumpe und gucken uns die ganzen Kollegen mal an. Und dann sprechen wir gleich. Bis gleich. Also, erste Kerze ist draußen und die ist so dermaßen heiß geworden, die ist komplett weiß, aber der Kerzenzustand ist nicht schlecht. Also, die Kerze ist nicht alt. Die Keramik ist auch heiß geworden. Wir holen mal alle sechs raus. Spricht dafür, bei so einer alten Technologie, dass wir hier eine Problematik haben im Spritbereich. Kann aber auch sein, weil wir haben halt auch diesen Luftmassenmesser hier unten drin sitzen. Vielleicht macht der auch absolut gar nichts und sagt gar keine Luftmasse. Und es ist quasi das Auto die ganze Zeit im Notlauf. Wo holen wir die Kerzen raus? Ist das nicht so, dass die Luftmassenmesser manchmal so korrodieren? Das ist ein uraltes Ding, ne? Mhm. Ich guck mal, ob man sowas neu kriegen könnte. Echt spannend, aber wir finden Leistung. Ich verspreche euch was. Es kann noch was sein. Die Düsen können auch zusitzen. Gut. Ja. Oder dass die Düsen selbst... Also verklebt. Dass sie komplett verklebt sind. Weil wenn das Auto stand ja... Ja, Jahrzehnte. Das stand sehr lange. Aber ich liebe sowas. Weil bei den ganzen anderen modernen Büchsen, da musst du sowas nicht suchen. Und meistens ist es sogar so, wenn zu wenig Leistung ist irgendwie, das Auto hat einen Fehler, dann sagst du einfach, komm, mach 0,1 Bar mehr, dann haben wir die Leistung. Das ist gut. Und fährst mit dem Fehler weiter, weißt du? Wir haben auch hier eine Markierung auf dem Drosselklappensensor. Also das Auto hat schon relativ viel Technologie für die Zeit. Weil so ein Positionssensor, der hier ist, im Steuergerät sagt, wie viel Last das Auto gerade hat, in Verbindung mit Ladedrucksensoren, das ist für die Zeit auch echt schon eine Nummer, ne? Also wirklich. 1983er. Hat er sogar ein AGL? Kostenführung? Ja. Da hinten das Ding, ne? Was? Ja. Ja, also wir werden relativ viel rausbauen, ne? Weil den Tempomat will ich nicht mehr haben. Ja, hier hinten, ne? Alle möglichen Regelventile hat er da an der Ansaugbrücke dranhängen. Also hier haben wir eine Abgasrückführung. Dann haben wir hier das Schubumluftventil. Dann haben wir hier. Boah, was ist das denn? So, wir gehen jetzt einmal in den Motor rein, weil wenn die Kerzen so hell sind, ist natürlich immer so eine Thematik, die ist nicht so dunkel. Doch. Schneeweiß. Wie der Kolben aussieht, wie die Ventile aussehen, ne? Weil das ist halt ziemlich viel Hitze gewesen. Schauen wir mal, da guckt uns schon ein Ventil an, was auch sehr weiß ist. Da haben wir schon an der Kante vom Ventil, siehst du das? Siehst du das da? Hm? Das ist nicht ganz so schön mehr, das Ventil, ist aber auch natürlich ein älterer Motor. Da, Ventiloberfläche. Was ist das dann, wenn das so weiß ist, dass das Material sich verfärbt oder sind das Ablagerungen? Oder? Nee, das ist Material, was sich verfärbt, einfach das Hitze. Aber hier sehen wir noch einen schönen Kreuzschliff. Also die Zylinderlaufwand, die finde ich, die sieht einfach noch ganz, ganz passabel aus, so. Vor allen Dingen für das Alter. Ne? Das Auto hat gelaufen jetzt. Ach, jetzt guck mal bitte eben auf den Tacho, was er gelaufen hat, der Wagen. Unten links ist das so ein kleiner nicht-digitaler Anzeiger. Das Einzige, was bei diesem Auto nicht digital ist. Ja. 146.000 Meilen. Ja. Das ist ein Stückchen? Das ist ein Stückchen, 146.000 Meilen, das stimmt. Okay, das sieht gut aus. Die Ventile sehen echt mitgenommen aus. Die sehen aus wie das Space Shuttle von außen. Siehst du das? Eieiei. Boah, guck mal, das Ventil, Akins. Das ist heiß. Das heißt, der hat nicht genug Sprit gehabt zum Kühlen? Oder? Das Boah. Ventil. Ja. Das ist sehr schwierig, ne? Wovon kann das kommen? Wenig Sprit. Sprit kühlt ja auch, ne? Also Ventiloberfläche ist nicht schön. Wir gehen mal eben rüber zu uns in die Motorenecke. Der Armando ist gerade da zusammen in seinem wunderschönen R35 Motor und ich zeige euch mal ein Ventil. Diese Oberfläche? Ja. Das kommt genau, komplett zu anders. Dann hatten wir ja vorhin so eine richtig rissige Außenkante. Also hat der gar nicht, ne? Und die ist natürlich auch so gefertigt, dass es Hitze gut transportieren kann. Ein Abgasventil lebt natürlich den Horror. Ein Einlassventil erlebt auch natürlich ein wirklich hartes Leben. So. Kann auch ein Lüftungsventil sein. Das ist, wenn er auch zu wenig Sprit kriegt. Dass der Tank sich nicht entlüftet und zusammenzieht. Auch wenn es Metall ist. Und dann kann er nicht nach vorne fördern. Richtig? Wir gucken uns mal das Spritsystem auch an. Zurück zum Thema Ventil. Wenn wir jetzt zum Beispiel Sprit wieder bekommen, natürlich die Kühlleistung auf der Oberfläche von dem Ventil deutlich, deutlich besser. Aber wenn so ein Ventil zum Beispiel auch nicht mehr ganz in seiner Form ist, dann schließt es auch nicht dementsprechend. Wenn es nicht dementsprechend schließt, hast du halt diese extreme Bunsenbrenner-Effekt-Wirkung, dass dieser kleine Spalt schneidet das Ventil halt einfach dementsprechend ab. Aber ein Ventil ist dafür ist gefertigt, um Hitze auch zu widerstehen und mitzumachen. Da muss man überlegen, dieses Ventil lässt die Abgase raus. Das ist ja, was das für eine Aufgabe, ne, von dem Ding. Das ist Wahnsinn. Es muss in diesem, das fege Feuer macht das so.
Lass durch. Okay, zu. Ja, sind wir noch nicht im Loch? Nimmst du das Ding eigentlich auch mal mit nach Hause, Ackens, oder? Das? Ja, ja. Ich muss ab und zu Fahrlöcher kontrollieren. Ah, Niklas, tut mir jetzt schon leid. Das ist aber echt schwer ranzukommen, ne? Ich stoche hier im Dunkeln rum. Ich war auf jeden Fall schräg. Doch, jetzt sind wir drin. Das ist das Gewinde vom Zündkerzeneingang. Ne? Das sind die Zündkerzengewinde. Und oh, das Ventil ist halt echt. Da ist auch schon ein Stückchen was weg. Und hier können wir, der Kolben ist sehr weit unten. Hier können wir auf jeden Fall dann so auf den Kolben. Was ist das da? Das frage ich mich auch gerade. Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das eine Schraube? Was ist das denn bitte? Was ist das da? Mhm. Also wir gucken gerade die Zylinderlaufwand runter und das Stückchen, was wir da gerade sehen, ist zwischen Kolben und Zylinderlaufwand. Da soll eigentlich nichts sein. Wie viele Stunden Aufwand ist das denn? Deine Mutter. Wasser? Deine Mutter Aufwand ist das. Dann war die Scheiße halt kaputt. Ich gehe davon aus, dass da Dreck reingekommen ist durch das Rum. Durch das Reinstochern, ne? Verbrennt, ne? Nein. Also Kerzen haben wir draußen, alle 6 Kerzen sind nicht gut. Wir haben da hinten den Tank geöffnet, da kam sehr viel Druck raus. Ja. Aber ein Tankentlüftungsventil hat der bestimmt elektrisch. Tankentlüftung ist der hier. Den habe ich hier gerade gezogen und dann kam mir das schon direkt in zwei Teilen entgegen, siehst du? Hier unten. Ne? Also der hat wirklich kaum noch Weichmacher drin, ne? Wenn du mal so machst, geht es direkt raus. Das heißt, der steuert nicht. Das ist schon mal der Grund, warum wir da hinten dann gerade gespürt haben, dass da zu viel Druck im Tank war. Tankentlüftung ist zum Beispiel auch das Thema beim Aventador gewesen. Ach, kennt man gar nicht. Boah, ich fühle, dass er raus muss leider. Den Luftmassenmesser müssen wir uns auch einmal in Ruhe angucken, weil ich denke, wenn der Luftmassenmesser uns nicht dementsprechend die richtigen Werte weitergibt, weil wir haben ja nur einen Wert, der digital ändern kann, ja. Das ist Sprit. Nee, Kerzen sind weiß. Wenn man jetzt das so zusammenfügt, wenn wir wirklich ganz logisch dran gehen, dann ist er eigentlich schon sehr, sehr, eher der ist, Lambda. Der ist der also ein Haupttyp, der das beeinflussen könnte. Ja. Er und Lambda. Und nicht, dass wir uns einen Schaden schon geholt haben, wenn wir Kompression jetzt messen, dass wir uns schon ein Ventil, weil die Ventilkanten waren, ja. Die sahen aus wie von einem Hamster durchgenudelt. Die sahen, und wenn das Ventil nicht mehr dementsprechend schließt, ist dementsprechend Kompression gering und der Wagen ist verdichtet 7,8 zu 1. Das heißt, da ist eh schon keiner zu Hause. Oh Mann. Ja, ich habe mir das anders vorgestellt ein bisschen. Mir auch. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Wir werden das alles hinkriegen und wenn wir in die Richtung, guck mal, das sind 100, wie viel hat er gesagt? 100, wie viel tausend? 150.000 Meilen, glaube ich. 146.000 Meilen, das sind 234.000. Mhm. 234.000 Kilometer. Nicht gut. Freude ist trotzdem noch groß. Also ich würde ernsthaft, ich rede es mir gerade nicht schön, sondern ich finde es immer noch mega geil. Aber ist halt auch eine alte Dame, ne? Was drauf? Ja. Geiler Typ. Das kommt an die Kompression von diesem Brennraum an. Wie viel muss der haben? Das weiß ich eben nicht. Deswegen. Stopp. So, 12,5. Was wir jetzt gemacht haben, ist jetzt nicht ganz so richtig, nicht so gut, weil die anderen waren jetzt alle offen und haben jetzt wahrscheinlich ein bisschen Dreck in den Brennraum reingeholt, weil wir haben ja gesehen, wie was weg hochgeflogen ist. Der ist gut. Genau. Wir haben hier 12,5. Jetzt haben wir keine wirkliche Referenz. Deswegen werden wir jetzt einmal ablassen und werden wechseln und werden einen anderen noch nehmen. Ja, lass mal gegenüber. Boah, wie denn? Wie willst du da rankommen? Okay. 12,5. Geil. Geil. Ackens und ich machen einen Plan. Ich würde vorschlagen, Gesundheit, Schatzi. Klimakompressor raus. Die Brücke hier nehmen wir raus, weil die brauchen wir dann nämlich eh nicht mehr. Klimaanlage rausbauen mit der Brücke, dann können wir den Zahnriemen uns angucken. Wenn der Zahnriemen entscheidet, ist für uns, glaube ich, Motor raus, sind wir dann nicht. Habe ich es gerade mal so für mich entschieden. Ich frage mal bei Nissan eben, ob es da noch Teile für gibt. Stop. Guck mal. War der drauf drauf? Hm? War der drauf drauf? Der ist drauf drauf. Das ist nicht geil. Der Wert spricht eher für ein nicht perfekt schließendes Ventil. Das haben wir auf diesem Zylinder auch gesehen auf der Kamera. Okay, wir machen noch einen auf der Seite, da kommen wir an alle drei rein. Aber ich mal mehr Akku dran. Einen Bar haben wir rausgeholt. Machen wir den dritten nochmal. Wie viel Toleranz darf man bei sowas haben? Oder gibt es da keine Toleranz? Doch. Ein Bar, würde ich sagen. Ja, das ist voll cool. Wer macht 12?
Der macht 12? Ja, der macht 12. Wir sind zwar jetzt gerade ein bisschen hektisch durcheinander. Wir nehmen den raus, wir nehmen einmal den Klimakompressor, ja, nehmen die Brücke ab, ja, und gucken uns dann einmal den Zahnrad bitte an. Machen wir. Also, wir haben jetzt hier unsere Messuhr für den Benzindruck nach dem Benzindruckregler angeschlossen. Da das ja ein etwas älteres Auto ist und da kein Steuergerät zwischen ist, kriegt der Wagen jetzt bei Zündung Strom drauf und dann wird die Pumpe einfach fördern. Hoffentlich irgendwo im Bereich zwischen 3 und 5 Bar Benzindruck. Also mehr kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Mach mal an. 5 Bar. Und der fördert voll. Kommt er was? Ja. Also jetzt hat er noch so 4. Der macht kurz 5 über. Und wenn der die Beauftaktung bekommt vom Druck, der bekommt den Druck, der geregelt wird, drückt er den Benzindruckträger runter und dann geht er wieder auf 5 in der Last. Okay, aber die fördert schon mal. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Krämer. Ja, hallo. Also ich habe nachgesehen, Herr Krämer. Es gibt diverse Sachen, gibt's noch. Okay. Du kriegst zum Beispiel keinen Luftfilter mehr, aber dafür Zahnriemensatz, Wasserpumpe und so. Das gibt also noch. Einzeln anfordern, ja. Okay, okay. Ja gut, okay, dann aber und so blocktechnisch? Nein. Nein, okay, krass. Ventile ist auch, kannst auch knicken und sowas. Okay. Ja gut, dann weiß ich. Leider nicht so wie bei VW Tradition oder sowas, oder ja. Audi Tradition gibt's hier nicht. Okay, dann weiß ich Bescheid. Danke sehr. Alles klar. Ja, ciao. Hallo. Also, unser Zahnriemen sieht alt aus. Auf jeden Fall. Die Frage ist, wie alt ist der wirklich? Der wirkt noch wirklich sehr weich. Der wirkt auch noch nicht wirklich sehr spröde. Lass mal Amando gucken. Amando, komm mal bitte hin. Alle 5 Jahre tauschen, ne? Alle 5? Mein Golf ist alle 5 Jahre, ne? Ja, dann müssen wir mal. Intervalle. Okay, okay, okay. Wir haben immer noch keinen einzigen PS gefunden. Also Leute, jetzt wird's langsam kniffliger. Also der Luftmassenmesser, den haben wir gerade raus. Luftmengenmesser. Der sieht relativ neu aus, wie man so erkennen kann. Ne? Der ist nicht so aus wie die anderen Teile. Der wurde schon gewechselt. Dann war ich in einer Lambda-Sonde dran. Da ist mit dem Kabelstopfen was zusammen gemacht worden. Und das restliche Kabel runter und auch der Stecker oben von der Lambda-Sonde, der ist auch ganz frisch. Ich sag euch ganz klar, dass jemand vorher auch gesucht hat. Das Ding ist frisch, Lambda ist frisch. Alles, was jetzt irgendwie Logik hat, da war einer dran. Jetzt haben wir hier oben nochmal so ein Einstellmaß. Ich kenne das nicht. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass man hier mit dem Widerstand einstellen kann. Kann ich mir vorstellen. Was wir jetzt vorhaben ist, wir schließen jetzt wieder den Zahnriemen. Hauen die Kerzenstecker wieder drauf. Machen die Kerzen rein, Kerzenstecker drauf. Ich will jetzt einmal nochmal das Schubumfenster jetzt hier kontrollieren, ob das vielleicht der Grund sein kann, dass er zu früh ablässt und wir diese 0,3 Bar nicht erreichen. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Weil das ja nicht gesteuert wird über Unterdruck, sondern nur über Federkraft. Aber er ist neu, Lambda ist neu. Zahnriemen sieht okay aus. Tankentlüftung hat mir sehr viel Druck im Tank. Das heißt, wir werden gleich nochmal gucken, den Tank offen lassen, ob er da atmen kann. Wir werden die Unterdruckleitung kontrollieren. Wir haben ja ein, zwei Unterdruckleitungen gehabt, die waren ja sehr spröde. Aber die ist defekt dahinter. Nee, die ist... Ja, aber das ist offen, ja. Und der geht immer wohin? Der geht zum hier. Zum Tankentlüftung. Ja, genau. War Tiefkohlefilter wahrscheinlich schon, ne? Und auf das Ventil hier oben geht der Schlauch. Das heißt, der kann... Der regelt nicht, genau. Der kann nicht öffnen. Komm, das heißt, komm, lass uns den schon mal wechseln. Und wechseln schon mal den für den Aktivkohlefilter, der, wenn der Tank atmet, nicht diese Spritgase, die ja eigentlich so schön riechen, nicht in die Umwelt lässt. Aber stimmungstechnisch nicht ganz so geil, weil jetzt gerade im Aufmachfieber bin ich nicht, auch wenn der eine ein bisschen weniger Kompression hatte. Er hatte noch Kompression. Ich denke, das liegt daran, der Ventil sitzt nicht mehr so ganz geil, das Ventil fährt nicht mehr so schön zurück. Aber alle möglichen klassischen Sachen sind gewechselt. Das ist nichts gut. Somit ist die Hoffnung auf Tank, Druck im Tank, Schubumluft werde ich jetzt gleich nochmal da rausprügeln und neuen Sprit rein. Und dann können wir nur hoffen. Weil Benzindruck haben wir auch. Wir können ja nochmal ganz vorsichtig rangehen. Da muss wirklich dann Gehör an und wir drehen dann die Zündung ein bisschen nochmal. Wir können ihn ja markieren, so wie er steht. Genau, aber was ich dir ganz ehrlich sage, wenn ich das und das sehe, der Typ, der das gemacht hat, der hat seine Pfoten auch dabei gehabt. Weil wenn, also zur Erklärung, wenn wir den Zündwinkel nach vorne schieben, dann würden wir ihn einfach deutlich aggressiver laufen lassen. Nur wenn du das machst in Verbindung mit zu wenig Sprit, den wir ja irgendwie offensichtlich haben, weil die Kerzen so weiß sind, dann machst du den Motor kaputt. Ganz ehrlich, wir lassen das noch ein bisschen. Wir forschen erst vorher. Aber wenn wir mit der Zündung nach vorne gehen jetzt und wir zu wenig Sprit haben, dann legen wir es drauf an. Dann willst du ihn kaputt machen. Dann wollen wir die Ventile neu. Hallo. Eine Sache machen wir noch, bevor wir auf den Frühstand wieder rübergehen. Wir gucken uns einmal den Verdichter an, weil der Turbolader sieht auch echt sehr
Also dafür, ja, das ist ein 3-Liter-Motor. Für einen 3-Liter-Motor ist das ein sehr kleiner Turbo. Ist aber auch ein Motor, der sehr wenig Verdichtung fährt. Also eigentlich würde sehr viel Ladedruck brauchen. Aber zur damaligen Zeit, zur damaligen Spritqualität war das halt einfach nicht so. Und somit haben wir einen niedrig verdichteten Motor mit einem kleinen Turbolader, mit aber viel Hubraum und wenig Ladedruck. Also wir haben, das ist nicht so geil. Wir finden das schon. Nur traurig ist bei der Sache, dass du, wenn du guckst im Internet, vielleicht kann einer gerne drunter kommentieren, der sich auskennt, den Autos, der viele Ersatzteile hat bei so einem Ding. Teile kriegen ist halt so ein Ding, ne? Das ist halt wirklich nicht viel. Aber ich bin sehr sicher, der Luftmengenmesser, Luftmassenmesser, der jetzt drin ist, der wird in einem Patrol, in einem irgendeinem anderen Auto wahrscheinlich genauso drin sitzen. Vielleicht muss man den anders suchen. Hast du abbekommen? Ja. Ob der Verdichter, das Turborad, dort irgendwie auch schon vielleicht super krasse Verletzungen hat, ne? So wirklich verbogene Blätter und sowas. Das ist ein Garrett-Lader, würde ich sagen, vom Aufbau. Und der sieht okay aus. Können wir mal fühlen? Ja, genau. Ich gehe jetzt einmal ran und ziehe den einmal. Also gar nicht wirklich so doll drehen, sondern ich ziehe nach vorne und hinten. Und der hat gar kein Spiel. Top. Null. Also so. Dreht auch nicht. Nein. Der ist auch fest. Der ist auch fest. Der hat auch gar kein Spiel. Der ist super. Nee, dem Lader geht's gut. Und das ist auch wirklich geil. Also für so ein altes Teil. Und weil der ist der erste, würde ich sagen. Der sieht die Asche halt. Aber wenn man den jetzt so sieht und man sieht, wie Upgrade-Turbos gebaut werden, schreit er nach dem Upgrade-Lader. Weil siehst du diese Gusskante, die da ist? Das ist ja perfekt zum Wegfräsen eigentlich. Hallo, schönen guten Morgen. Es gibt Neuigkeiten. Und zwar wie folgt. Also es hat mir gestern Nacht keine Ruhe gelassen. Ich mache mal im Radio leiser. Nach langem Hin- und Hergucken ist ein US-Auto, die US-Autos hatten 200 PS glatt. Das heißt, uns fehlt aber immer noch eine Menge Leistung. Wir haben wie viel gemessen? 159? 153 oder 143. Ohne? Ungefähr 50 PS fehlen so. Dann habe ich geguckt, es gibt Autos auch ohne Cut. Jetzt ist der Cut auch sehr spät, aber die Cut-Position ist die richtige Position. Aber der Cut ist nicht der originale Cut. Von der Cut ist ein anderer Cut. Wenn ich da ein Cut reingekommen ist, irgend so ein Nachrüstding, was halt die Abgasnorm dementsprechend schaffen muss, aber nicht für einen 3-Liter-Motor ist, mit Turboaufladung, kann der sehr, sehr gegenwirken. Kann uns erklären, warum wir nur die 0,4 bar glatt erreicht haben. Dann gucken wir uns den Zündwinkel gerade an, wo der steht von der Zündung. Dann habe ich auch ein bisschen geguckt, wo der, man findet keinen Originalwert, was der Zündung hat. Man findet aber, bis wo man zündungstechnisch gehen könnte, wenn er Ladeluftkühler und all sowas hätte. So Tuning-Jungs schreiben das. Die schreiben bis zu 34 Grad. Vor-OT. Ich habe eine blöde Frage jetzt zu dem Cut-Thema. Ja. Könnten wir jetzt einfach den Cut ab der Stelle demontiert das lassen machen und nochmal messen? Nee, ich würde schon machen, dass wir wirklich ein korrektes Auto haben. Das heißt, wir demontieren den und ersetzen es gegen ein Rohr, was es ja auch gab. Wir werden jetzt Sprit gleich einfüllen, neuen Sprit. Wir haben einen neuen Spritfilter drin, wir haben Sprit, der nach vorne gefördert wird. Die Ladedruckregelung haben wir uns angeguckt, das passt auch soweit. Genau, den Schlauch für die Tankentlüftung, der ist auch erneuert. Die Störche bei der Ladedruckregelung, die passen soweit. Der Schlauch für den Benzindruckregler passt auch soweit. Wir haben auch den Benzindruck gemessen nach dem Benzindruckregler. Und jetzt blitzen wir gerade ab und da versuchen wir gerade rauszufinden, wo das ist. Und zwar, wenn das laut den Bildern, die ich gestern so gefunden habe, 1, 2, 3. Nee, vorletzte steht er. Nee. Mach ihn mal an, bitte. Wenn du genau schaust, also das ist so eine Blitzkanone, da kannst du den Zündzeitpunkt sehen. Hast du? So, 3 habe ich rechts. Hier habe ich links. Wir stehen ungefähr da, wo der jetzt steht. Bei 15. Also du wolltest auf 20? Nee. Erstmal wollen wir originale Werte. Und wenn wir jetzt dann nachher mit tunen wollten, müssten wir gehen nach 34. Genau, das heißt, wir müssten gehen nach da. Ja, genau. Okay, also Gremium hat jetzt abgestimmt. Also erstmal danke an Armando. Wir haben jetzt unseren Cut hinten im Feld. Wir werden jetzt tanken, werden die Messung machen mit Tankschutzen offen. Und dann geht es rüber auf den Prüfstand. Hallo. Und dann hoffen wir mal, dass da ein bisschen mehr Bums jetzt kommt. Aber wie gesagt, wir müssen nicht mehr die 228 PS, sondern wir müssen 200 PS erreichen. Ich liebe das. Also wir haben gerade von Nissan was bekommen, was erklärt, was man an diesem Luftmassenmesser macht. Und zwar kannst du das Auto da anfetten und abmagern. Da der neu gekommen ist, kann ich mir vorstellen, haben die den genommen und eingebaut. Aber der ist auch mager. Ich glaube, das war immer ein Spiel von Risiko auch, was da war, weil die Kerze ja schon sehr weiß, die Ventile auch dementsprechend weiß sind. Jetzt haben wir den Cut raus und wählen jetzt einmal einen. Geh einmal in die 3 und guckst du mal an. Wir gucken mal, ob wir schon mal höher sind als 0,4 bar. Hier wäre 0,5 und da war er vorher. Ob der Abgas gegengucken schon mal geholfen hat. Messen jetzt einmal so, wie er ist, und dann fangen wir an, den Wagen anzufetten.
171 PS haben wir jetzt schon mal. Wir kommen schon mal näher. Einmal hören. Ja, da ist nichts mehr. Geht das schon mal gut? Jetzt. Jetzt werden wir mal eine halbe, eine Umdrehung haben wir, zwei. Ich liebe das. Wie viel haben wir jetzt gemessen gleich, ne? 100, ja, ein PS von 100. Wir machen mal mehr. Fetter. Gedreht, haben 2 PS gewonnen. Aber im Grunde genommen sind 172 PS ja schon mal eine massive Verbesserung zu 150. Oder wie viel haben wir vorher gemessen? 9, naja, das sind auch nicht so viel. Aber es sind noch die alten Zündkerzen und so? Oder ja, aber die sind okay. Die sind halt weiß, die sind heiß gewesen. Das werden wir auch neu machen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Haben auf jeden Fall Leistung gewonnen. Oder? Hm. Genau. Haben auf jeden Fall Leistung gewonnen. Aber es ist ja auch die Zahl, bei der du gesagt hast, du wärst zufrieden damit. Ja, genau, das ist auch die Zahl. Das Auto hat einfach 250.000 Kilometer. Und ich würde sagen, ab jetzt fangen wir an umzubauen. Und das wird wirklich cool. Peace.